Jetzt nur Übungen. Also, die H-Methode, wie das funktioniert, das hatte ich ja schon im ersten Teil gesagt. Falls ihr durch Zufall hier irgendwie reingestoßen seid und nicht wisst, so, nanu, wie kommt denn der jetzt auf Übungen? Hier oben in dem Link werde ich nochmal zum ersten Teil verlinken und da erkläre ich die H-Methode selber. Jetzt üben wir die. Und zwar einmal auf diese Art, so wie es hier steht, dann noch eine Übung und noch eine Übung. Das heißt, ihr könnt vorspulen. So. Jetzt widmen wir uns aber erstmal der ersten. Das heißt, ich werde diesen Kram hier erstmal löschen und wir legen los. Also, erster Schritt. Wir gucken uns erstmal diesen Ausdruck an. Nanu plus 1, das ist doch albern. Das können wir schon mal verbessern. 1 minus 2 ist minus 1 steht hier. Das kann man ruhig durchstreichen. Das ist so ähnlich wie beim Kürzen. Man muss natürlich deutlich hinschreiben, wie es weitergeht. So, und wie war das? Jetzt müssen wir doch sagen, wir müssen uns was einbilden. Und zwar, wir müssen diesen Ausdruck umformen. Umformen in diese Richtung, dass man sagen, das x ersetzen wir mit h. Und jetzt nicht minus 1, sondern einfach das Gegenteil. H plus 1. Und jetzt setzt mal statt des x's hier in diese originale Gleichung dieses h plus 1 entsprechend ein. Denkt an die Klammer. Ich mache jetzt eine Pause, schreibt das auch auf. Ihr macht das. Und schreibt das auch auf und wir sehen uns gleich wieder. Na, habt das auch so? Ich habe das extra mal grün gemacht, ne? Also dieses h plus 1 statt des x's. Und natürlich in Klammern zum Quadrat, denn hier stand ein Quadrat. Und die alte minus 1 hier, die habe ich übernommen. Hier unten habe ich sie auch übernommen. Und hier steht auch mein ersetztes x. Aber Achtung, jetzt geht es nicht mehr um x gegen 1 oder irgendwas, sondern jetzt lassen wir h gegen 0 laufen. Wir wissen ja jetzt, ausmultiplizieren den Kram, beziehungsweise hier mal was vereinfachen. Ich mache das, ihr macht es auch, drückt die Pause-Taste, macht es selber, das übt am meisten. Selber machen, nicht angucken, selber machen übt. Also, bis gleich. Na, genauso müsstet ihr es auch haben. Achtung, die alte minus 1 hier hinten nicht vergessen. Ich habe die jetzt mal gehighlightet, müsst ihr nicht machen. So, hier unten plus 1 minus 1 hebt sich auf, so ähnlich wie hier oben. Und das unten hat sich erledigt, hier steht ein H. Hier hebt sich noch was auf, das sieht man schon. Machen wir das mal gleich schnell in Rot. Zack, ne, das fällt weg. Und jetzt schreibt mal das als einzelne Brüche. Also das durch H, das durch H. Wir sehen uns gleich wieder. Vergesst vorne nicht den Limes von diesem ganzen Ausdruck. Bis gleich. Und genauso müsstet ihr es haben. Also vereinzelt auf die einzelnen jeweils den Nenner geschrieben. Jetzt können wir kürzen. Das machen wir gemeinsam. Da ist nichts dabei. Ich mache das mal in Rot. Wir mal sagen, durch h ist 1, durch h ist h. Kürzen, vielleicht mache ich hier oben nochmal einen Link, aber das müsst ihr eigentlich wissen. Hier, h durch h, ne? H durch h, beides geht durch h, bleibt eine 1 übrig, bleibt eine 1 übrig. Und wenn ich das jetzt einzeln auseinanderschreibe, dann müsste ich eigentlich schreiben, ich mache mal hier oben weiter, das ist der Limes, also dieser ganze Ausdruck ist gleich dem Limes mit h gegen 0 von h bleibt bloß noch übrig und der Limes von, tja, 2 mal 1 durch 1 bleibt 2 und das ist 0 und der, achso, h gegen 0. Ne? Wenn ich den gegen 0 laufen lasse, das h, hier ist kein h, also ist nicht schlimm, bleibt die 2. Also 0 plus 2, das wäre ganz ausführlich und das ist nun mal 2. So, hätten wir das. Das nächste Ding, wer jetzt sagt, okay, das kann ich, der lässt es. Wer es nicht kann, der kann das nächste üben. So, hier, es geht um dieses hier. Das werde ich gleich löschen, das ziehe ich nach unten. So, also, hier macht mal genauso weiter wie eben. Und wir sehen uns dann am Schluss, wenn das fertig ist. Na, ich hoffe, ihr habt es genauso. Ich habe ersetzt. Ausmultipliziert, die plus 9, ne, 3 mal 3, minus 3 mal minus 3 ist plus 9, binomische Formeln, denkt dran. Ich weiß nicht, ob ich den Link hier schon angeordnet habe, aber ihr könnt auch jetzt nochmal draufklicken auf das i und seht es dann. Und dann hebt sich die entstandene plus 9 mit der vorhandenen minus 9 auf. Hier unten heben die sich eh beide auf, minus 3 und plus 3. Und ja, wenn ich das dann vereinzelt auf die einzelnen Teilbrüche verteile, dann bleibt hier ein h nachkürzen und hier bleibt eine 6. Besser gesagt, vorsichtig, minus 6. Deswegen habe ich einen Rand drum gemacht. Gut, liebe Leute, jetzt kommt noch eins. Na, komm.
Jetzt macht das gleiche mal hierfür. Keine Angst kriegen, ist nichts Schlimmes. Stur bleiben. Ich empfehle, H-2 einzusetzen. Gut, also drückt die Pause-Taste und wir machen das alle gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Jo, na denn, ich habe H-2, Gegenteil von plus 2, habe ich mir eingebildet, deswegen H wie Hysterese, und davon kommt es. Dann statt des X ist das immer eingesetzt, Achtung, in Klammern zum Quadrat, darauf achten, Achtung, in Klammern, denn beim Ausmultiplizieren ergibt sich dann 5H und plus 5 mal minus 2 ist minus 10. Das ist der erste Ausdruck ausmultipliziert, da kommt die 4 her, hier kommt die 5 mal minus 2 minus 10 her und die alte 6, die steht dahinter. Wenn ich das alles zusammenfasse, die beiden H's, kann ich als H übrig lassen. Auseinandergeschrieben, gekürzt, bleibt dann übrig 1. Gut, liebe Leute, das war die Übung. Und jetzt zum Schluss nochmal links. Und zwar einerseits zurück zum ersten Teil. Falls es jemand überhaupt nicht verstanden hat, der sollte den ersten Teil einfach nochmal sich angucken und dann auch hier von vorne an nochmal üben. Erster Teil ist der Erklärungsteil, der zweite Teil ist der hier zum Üben und der dritte Teil, da kommt der Link dann dazu. Wozu braucht man das? Also letzten Endes, um Steigungen zu bestimmen. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut, tschüss.